Commander, Malcolm hat mich über euren Plan informiert, das Waffenlager zu erobern. Commander, ich habe eine Übertragung empfangen. Sie ist stark verschlüsselt, aber sie scheint von Scorpio zu stammen. Sie sagt, dass nur die Götter uns die vollständige Kontrolle über die ewige Flotte zurückgeben können. Fragt mich nicht, was sie damit meint. Was bin ich jetzt? Ey, hört mal auf, mir diese Bobbels zu klauen. Fast wäre ich runtergeplumpst. Alter, ich muss das 5-mal machen, willst du mich verarschen? Geh weg! Meine Kugel. Alter, nur auf die Kugeln zu klauen. Ich nehme erstmal so eine Puppe. Kann ich nicht machen. Hä? Komme ich hier wieder weg? Hä? Bin ich gerade blind? Kommt auch schon mal vor. Lass ich denn das Teil? Ich will wieder ich sein.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ich muss irgendwie wieder zu mir selbst werden, aber... Hä? Bei der Quest gibt's nichts, was du anklicken kannst, oder? Nee. Also ich sehe nichts. Rein theoretisch wieder ich selbst sein. Und nö, ich will den Quark nicht nochmal machen müssen. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Wieder runterkommen. Ich kann die Mission nicht mal aufgeben. Geil. Ich kann hier nicht mal sterben.
ist denn das für eine Kacklogik? Das Doppel weg. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nö, jetzt keine Öffnung, gar nichts. Dann wirklich einfach mal reconnecten. Vielleicht verlässt man dann diese Urne. Scheiße. Das B in Star Wars steht für bugfrei. Ja. Oh Mann. Was ist denn auf TikTok so weit los hier, hä? Nix. Mein Sohn hat bestimmt was hochgeladen. Ach, jetzt bin ich draußen. Toll, jetzt muss ich mir ein Video angucken. Und Kira Smack, willst du mich verarschen? Was ist denn mit Kira? Kira, Hilfe! Ey. Ey, das ist ganz scheiße hier. Überlebe ich das? Nein. Damn. Hä, hey, warum hab ich jetzt den als Gefährten? Darf ich jetzt die ganze Fahrt ernsthaft nochmal machen? Okay, das ist wirklich verbuggt. Ich komme da gar nicht mehr hin. Okay. Ich bin raus. Nur den Dulli rufen. Okay. Bereit, wenn ihr seid. Alter, nochmal reconnecten. Kannst du ja keinem erzählen.
stirbst du dort? Bist du komplett am Anfang und kommst dort nicht mehr hin? Also. Das? Oh Mann. Da verlässt ihm glatt die Lust aufs Spielen. Und es ist erstmal 18 Uhr. Das müssen wir wiederholen. Hugo, kann ich jetzt damit fahren? Nein, kann ich nicht. Der Typ ist schon wieder weg. Ihr habt gerufen? Also irgendwas stimmt hier mit der Mission gerade nicht. Hier geht's. Wieso wird mir die Sith-Seite angezeigt, wenn ich zur Republik-Seite muss? Ohne Worte. Das kannst du keinem erzählen. Du bist ein Jedi, du musst zur Sith-Seite gehen, um dahin zu fahren. Nee, du musst ja doch zur Republik-Seite. Mann, ey, wie, da bist du dahin geworden, ne? Und natürlich muss ich wieder yeah.
oder einen muss ich jetzt. Hey, was war denn das? Lol, ich bin auf der Stelle gesprungen, die sind tot umgefallen. Cool. Also den Bug mag ich. Ich habe den Blaster verkauft. Scheiße. Ja, das kann ich dir nicht geben. Shit. Damn, 44 Damage. Schadensfatzen einstellen. Was ist denn das für eine Kartoffel? Wie sieht denn der aus? Ist es das, wonach es aussieht? Einer von Iokats ursprünglichen Erbauern. Sieht aus, als wäre er schon seit Jahrhunderten tot. Hoffen wir, dass es so bleibt. Selbst nach all dieser Zeit kann ich immer noch die Pein seiner letzten Momente fühlen. Hier ist etwas Schreckliches passiert. Danke für die Albträume. Alles klar, Kumpel. Mal sehen, was du mir über diese Waffen verraten kannst. Was für eine herrliche Welt. Selbst wenn sie in Trümmern liegt. Und bald wird sie zum Imperium gehören. Das Gerät ist beinahe vollständig. Leider haben die bruchstückhaften Daten ein paar geringfügige Verzögerungen verursacht. Ich erwarte, dass es innerhalb der nächsten Stunde vollständig funktionsbereit ist. Keine Ausreden. Ja, Kaiserin. Unser Sieg steht kurz bevor. Bald werden unsere Feinde im Staub liegen und der Ruhm des Sith-Imperiums wiederhergestellt sein. Boah, das sieht nur scheiße im Bosskampf aus. Ich würde sagen, das ist genug Feuerkraft, um Asina in die Flucht zu schlagen. Ja, und du bist doch schon was Großes Datei gewesen, runter. Ich hab's gesehen. Wir müssen wissen, wie man diese Waffen einsetzt und wie man mehr davon baut. Gib mir eine Minute. Das ist seltsam. Einige dieser Dateien wurden bereits entschlüsselt und in Basic übersetzt. Dafür können wir uns vielleicht bei Scorpio bedanken. Falls sie zuhört, hätte ich nichts dagegen, wenn die Temperatur hier ein paar Grad höher wäre. Nicht? Naja. Man kann es ja mal versuchen. Dieser Ort war der Kontrollraum der Superwaffe. Es scheint, als wäre unser knuspriger Freund hier der letzte gewesen, der sie benutzt hat. Vor über einem Jahrtausend. Durchsucht die Aufzeichnungen nach Hinweisen darauf, was sie vernichtet hat. Es scheint, als hätten Iokats Schöpfer einen Bürgerkrieg geführt. Eine Seite baute diese Waffe. Doch etwas ging schief. Die Superwaffe ist gefährlicher, als wir dachten. Sie hat jegliches Leben auf diesem Planeten vernichtet. Der Sith-Imperator hat alles Leben auf Nathema und Siost verschlungen. Könnte er hinter dieser Waffe stecken? Entweder das oder er ist wegen der Waffe hergekommen. Wir werden es vielleicht nie herausfinden. Laut diesen Daten wurde sie vor Iokat an 4 verschiedenen Planeten getestet. Jedes Mal erfolgreich. Über 10 Billionen Leben. Ausgelöscht. Das ist keine Waffe. Das ist die Apokalypse. Wenn der Oberbefehlshaber davon erfährt, könnte er versuchen, die Waffe in die Finger zu bekommen und sie gegen uns einzusetzen. Meine Lippen sind versiegelt. So, ich habe Waffenbaupläne und Fusionsmatrizen heruntergeladen. Alles, was unsere Armee braucht, um sich mit den neuesten und besten Waffen Iokats auszurüsten. Und jetzt lasst uns hier verschwinden, bevor...
das passiert. War mir arschklar. Was kommt? Ich will die Kartoffeln mitnehmen. Natürlich muss ich hier erst wieder so eine Dinger klatschen. Hä? Die tauchen doch immer wieder auf. Das ist wieder full life. Au. Scheiße. Komm mal auf! Jemand, der die Leute, die so weit gekommen sind, foltern möchte. Ja, guck ich auch mittlerweile. War nicht mit mir! Da ist er besiegt! Und natürlich gibt's kein Loot. Ach komm! Commander, wir haben eure Informationen erhalten. Ich entsende Teams, um den Rest der Waffen zu sichern. Trefft mich bei Malcolms Basis. Ja, warte mal. Es wird Zeit, dass wir den Kampf zum Imperium tragen. Wir sehen uns dort. Und ich muss etwas mit euch besprechen, sobald ihr dort seid. Lana, Ende. Wieso fallen die tot um, die Zwidullis? Ich verstehe das nicht. Da muss ich hin. Ich kann mich da nicht hinporten. Oh, hey, danke, dass du mir den Weg freiräumst. Nice, nice, danke, danke. Hätte ich dir nie vergessen. 2 Minuten später, vergiss es. Ich will schon Gott, wenn wieder her ist. Oh.
Da muss ich lang. Eine kurze Pause, bis gleich. Commander, wir müssen reden. Die Zeit ist knapp, Lana. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe mich gefragt, wie konnte es sein, dass das Imperium, die Republik und die ewige Allianz die Superwaffe nahezu zeitgleich gefunden haben? Das Timing ist einfach zu perfekt. Das kann kein Zufall sein. Genau. Unsere Informationen stammten von einer anonymen Quelle. Und so wie es aussieht, war es bei der Republik nicht anders. Worauf wollt ihr hinaus? Ich habe beide Datensätze miteinander verglichen. Und sie sind identisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Imperium exakt dieselben Informationen erhalten hat. Wer auch immer uns informiert hat, wollte, dass wir um die Superwaffe kämpfen. Wollte einen galaktischen Krieg anzetteln. Scorpio hat jetzt die Kontrolle über Iokard. Könnte sie dahinter stecken? Ich weiß nicht genau, wie Scorpio davon profitieren würde, aber sie steht auf meiner Liste. Weitere Hauptverdächtige wären der Schleier, Darth Yardus und ein etwaiger abtrünniger Agent im strategischen Informationsdienst der Republik. Vergessen wir nicht den Sith-Geheimdienst. Der Punkt ist, dass es einfach zu viele Verdächtige gibt. Findet es heraus und gebt mir einen Namen. Ich kümmere mich darum, Commander. Commander, wenn ich vorstellen darf, der Nova-Streiter. Er ist mit der IOK-Technologie ausgestattet, die ihr beschafft habt. Sollte ein würdiges Transportmittel sein, um unseren Angriff gegen das Imperium anzuführen. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, mich meinen Feinden entgegenzustellen. Möge er so standhaft sein wie unsere Allianz. Da kommt eine Nachricht rein. Kaiserin Asina, habt ihr euch endlich entschlossen aufzugeben? Ganz im Gegenteil, Commander. Während ihr euch auf Iokard herumgetrieben habt, haben meine Techniker eine Hintertür für den Zugriff auf die Superwaffe entdeckt. Sobald sie sich Zugang verschafft haben, werden wir die Waffe gegen euch richten und diesen Krieg für das Imperium gewinnen. Es ist unmöglich, dass ihr so schnell die Verteidigung umgehen konntet. Redet euch das ruhig ein, wenn ihr wollt. Das ist kein Spiel, Asina. Wenn ihr diese Waffe aktiviert, werden Tausende sterben. Aber ich werde Millionen von Imperialen vor dem Zorn der ewigen Flotte retten. Das ist dieses Opfer doch sicher wert, Agentin Beniko. Guten Tag noch, Commander. Wenn wir uns beeilen, können wir Asina aufhalten, bevor sie die Superwaffe aktiviert. Der Läufer gehört euch, Commander. Führt uns zum Sieg. Ja. Welch großes Talent. Okay. Thank you.
mal, du sollst den da angreifen, Dulli. Ich habe nicht die vorbereitet. Ich verstehe das nicht. Commander, Agent Shan, ihr kommt gerade rechtzeitig. Von diesem Thron aus werde ich die Macht von Iokats Superwaffe entfesseln und eure ewige Allianz vernichten.
Ihr spielt mit dem Feuer. Und ich werde es genießen, zuzusehen, wie ihr brennt. Ich bin bereit, für mein Imperium zu sterben, Commander. Ihr auch? Asvina, nein! Es ist wunderschön. Ich sehe ein strahlendes Imperium, erfüllt von der Macht, erbaut von den geschmolzenen Göttern. Sie gewähren mir die Kraft der Superwaffe. Sie gehört dem Sith-Imperium. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Asvina überschnappt. Ihr irrt euch, Commander. Es sind eure Augen, die blind sind. Nein! Die Tore schließen sich! Der Thron nimmt eure Eingaben nicht an. Ihr habt die Kontrolle über die Superwaffe verloren. Nein! Ich kann sie immer noch sehen. Ich weiß, was ich tun muss. Sie kommen! Würde mich ja gerne mal hier hin. Warum darf das hier nicht? Scheiße, das ist der kaputt. Ja, ich komme natürlich mit zu wenig Leben hier hin. No.
verarsch mich doch nicht. Ich darf noch gar nicht sichtbar sein. Mich in die Fresse geschissen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kam denn der vierte Dulli auf einmal her? Oh, Alter. Sollst du die denn legen, wenn du eh schon fast down bist und dich nicht mehr healen kannst? Mann, Mann, Mann!
dich! Meine Fräse! Commander, ihr hattet recht. Ich habe die Götter erweckt. Nichts kann sie aufhalten. Eure Götter können euch jetzt nicht retten. Ich muss gestehen, dass ich sie respektiert habe, auch wenn sie ein Sith war. Aber die gute Nachricht ist, dass diese Energiespitze die Verteidigung der Superwaffe ausgeschaltet hat. Und sie hat das Signal gestoppt, das unsere Schiffe stört. Die ewige Flotte ist wieder online. Wurde auch Zeit. Commander, ich registriere eine enorme Energiespitze bei der Superwaffenanlage. Lasst mich raten. Das ist schlecht. Ich würde eher sagen, katastrophal. Der Waffenkern lädt sich auf und niemand sitzt an der Steuerung. Wenn ihr sie nicht stoppt, kann die Waffe den ganzen Planeten vernichten. Keine Sorge, Lana. Wir kümmern uns um die Superwaffe. Ihr erreicht sie niemals rechtzeitig. Moment, wie lange war ich denn ohne den Schild kann ich mich von hier aus in den Hauptcomputer hacken. Oh. Und euch so vielleicht genug Zeit verschaffen, um die Waffe an der Quelle zu zerstören. Tut, was immer nötig ist. In der Zwischenzeit sollen unsere Truppen Schutz suchen. Passt auf euch auf. Ihr beide. Ihr auch, Commander. Ewige Flotte, in Position bewegen und alle Frontbatterien aufladen. Es wird Zeit, eine Superwaffe zu zerstören. Ja. Und lass mich halt auf den ganzen Weg wieder zurück. Ja, ich mache aber vorher einen Puls. Das steht fest, denn ich muss schon mit dem Pinkeln gesaugt. Jo, bis gleich.